Ich schieße noch ein Tor, ich zeige es euch. Irgendwann in diesem verdammten Spiel schieße ich noch ein Tor. Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu FIFA 14 Ultimate Team World Cup. Deutschland steht im Halbfinale. Und wir dürfen hier uns gegen Honduras noch behaupten. Alles spielbereit, okay, wir legen los. Jo. Jo. Und bei uns läuft es jetzt auch gerade gut. Wir haben das erste Spiel gewonnen, das zweite unentschieden. Naja, gut. Heißt wahrscheinlich, wir werden das dritte verlieren und ausscheiden. Hey. 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 Das Ding ist verbuggt. Hätte schon längst getroffen, wenn das Ding nicht früh. Egal. Honduras gegen wir. Und das geht los. Also, es geht los, wenn wir anstoßen. Ich sollte vielleicht das erste Mal nicht so nach vorne springen. Das machen ja die normalerweise im Fußball auch nicht. Die springen erst den ersten Pass zurück. Gibt da ja Gründe, warum da ja alle zuerst hinten stehen. Noch was? Also, wie gesagt, Deutschland ist im Halbfinale und darf jetzt gut entweder gegen, ich weiß es ja nicht, gegen einen antreten. Ja. Am Dienstag. Ich freue mich schon auf. So. Hoffentlich gewinnen sie das, denn leicht wird es natürlich nicht mehr, ist klar. Gegen Südamerikaner sowieso nicht. Auch wenn ich nicht weiß, gegen wen, weil ich das zwischen den Spielen von Deutschland, Frankreich und Kolumbien und Brasilien aufnehmen. Das ist Spiel Brasilien, Kolumbien und das irgendwie ist Frankreich, Deutschland. Ist doch scheißegal. Letztens habe ich gestern hab ich noch die Trikot-Rede gehabt, wo ich übrigens recht hatte, mit Frankreich in Blau und Deutschland in Weiß. War ja klar. Und ja. Gut. Jefferson hatte den Ball jetzt gehalten. Ja, wir kommen irgendwie wieder richtig vor. Nach vorne. Das ist schlimm. Naja, der ist viel zu lang. Das ist Honduras, ja? Ich wollte dich nochmal sagen. Honduras. So ein Sieg wäre ja wohl machbar. Hm. Ja. Ey. Ich schieße noch ein Tor, ich zeig's euch. Irgendwann diesen verdammten Spiel schießt noch ein Tor. Am besten wäre er jetzt. Oder auch nicht. Hat natürlich wieder keiner von meinen Spielern hin. Bleiben immer blöde stehen. Ich muss die immer irgendwie selber lenken.
Wo kann ich zwischen irgendwelchen Passdingern nicht lenken? Das geht ja nicht. Läuft der automatisch nach vorne, selbst wenn ich nach hinten lenke. Zum Beispiel. Gut. Schlecht. Aber dass Deutschland Frankreich zugeschlagen hat, ist auch schon eine Qual gewesen, die dann war, so ein bisschen. Weil die Franzosen haben ja viele Chancen. Was war das denn? Aber naja, die Franzosen haben den nicht reingemacht, ist bei 1-0 geblieben. Das Tor durch Hummels kam ja ziemlich schnell eigentlich, 13. Minute. Wenn es nicht gekommen wäre, dann hätte ja alles noch passieren können. Aber es war halt da. Das ist ja wie beim letzten Spiel in Frankreich, da passiert ja auch hier nichts. Wieder gegen Honduras, dieses ewige Rumgeschlendere. Jetzt gehen so eine Dinger immer rein. Aber jetzt natürlich nicht. Na, mach mal. Schießt ihr denn hin? Zwei Minuten? Ernsthaft? Gut. Da hat man schon gedrückt, da passiert natürlich wieder nichts. Naja. 0-0, Halbzeit. Schnell weg da. Ich kann nicht alles sehen. Wenn ihr sehen wolltet, ja, dann drückt schnell Pause. Wenn ihr ein Video gucken, müsst ihr nochmal zurückgehen und Pause drücken. Ich glaube, dann sieht man es. Aber so, nein. Ich will das jetzt nicht sehen. Schlecht. Der war so weit von. Na? Gut. Jetzt geht das schon wieder los. So scheiße Spiele. Ich soll ihn einfach wegschlagen. Zum Glück muss ich ja irgendwann mal ein Tor schießen. In der K.O.-Phase. Weil mit 0-0 kommt man leider nicht ins Viertelfinale. Denn vom Achtelfinale. Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich überhaupt ins Achtelfinale komme. Zwei Unentschieden und einen Sieg. Sollte normalerweise auch noch gewinnen sein.
So. Und wenn wir das schon verlieren, dann sollte das Ding eigentlich schon aussichtslos sein. Deshalb versuche ich das eigentlich lieber nicht. Das ist zwar gut eigentlich immer, aber da steht irgendwie immer so ein Gegner im Wege. Und dann schießen die dann nicht mehr ab, wenn ich drücke. Ne, das hat mich ja schon immer irgendwie genervt. Weil der Ball dann immer noch so komisch abprallt. War früher nie so bei dem FIFA-Spiel. Vielleicht rege ich mich auch mal deshalb so recht auf. Dass es halt so sein muss, aber trotzdem. Das ist die Realität. Das muss ja realistisch sein. Wenn der ein bisschen freundlich zu das Ding. Ernst. Der tatsächlich den Einwurf nach außen geschossen, sodass es in der Ecke ja. Also geworfen. Steht natürlich wieder keiner von mir. Da war auch mal ein gutes Spiel, wo wir in meinem Weg gestanden, aber das ist auch schon Ewigkeiten hier. Ja, das ist Ecke. Man nicht, dass die Honduraner auf dem Tor schießen. Nicht gegen uns Deutschen, die alle eh aus anderen Nationen eigentlich kommen. Aus Südamerika. Weil er nicht groß tragen. Also überhaupt nicht deutsch hierbei. Das einzige Deutsche ist die Flagge. Ja, kriege ich den Ball noch. Ey. Komisch da hingucken. Das ist doch keine KI. Hallo? Jetzt. Wer jetzt hat abseits oder weiter? War der überhaupt dran?
Leider. Ja, 0-0 sind wir damit jetzt weitergekommen. Qualifiziert für K.O.-Phase zum Glück. Gut. Dann habe ich nichts Böses gesagt. Wir sind weiter. So. Und diesmal kriegen wir auch einen Spieler. Diesmal ist ja irgendwann war ein bisschen was passiert. Und zwar sind wir weitergekommen. Und Mats Hummels. Nee, Papadopoulos. Aus Griechenland. Den interessiert doch gar keinen mehr. Aber okay. Dann haben wir das auch geschafft beim nächsten Mal. Geht's denn ins. Kann man das hier nicht noch sehen? Genau, ins Achtelfinale. Da spielen wir dann gegen Belgien. Nee, Belgien spielt gegen dem normalen Deutschland. Wir spielen gegen Argentinien. Okay. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Wenn ich auf X drücke, sehe ich nochmal die Gruppenphase. Wow. Gut zu wissen. Also bis dann und ciao, ciao.